Statt Autofahren fliegt er mit dem Eurohawk. Betritt er die Kantine, wird er angekündigt. Allee! Präsentiert sich das US-Heer, ist er vorne mit dabei. Brigadegeneral Markus Laubenthal. Morgens um 7 Uhr macht er allerdings das, was viele Hessen machen, joggen. Zusammen mit Oberstleutnant Ingo Becker geht es durch die Wohnviertel der Kleekaserne Wiesbaden, dem europäischen Hauptquartier der US Army. So. Das macht den Kopf frei. Man kann sich auf den Tag ein bisschen vorbereiten. Wenn wir beide zusammenlaufen, kann man das ein oder andere schon mal ansprechen, wie wir es angehen wollen. Und es trägt natürlich auch ein Stück weit zur Fitness bei. Wenig später das erste Meeting des Tages. Im Mission Command Center der US Army trifft Markus Laubenthal seinen Stab. Chief Staff. Good morning. Als rechte Hand des kommandierenden Generals koordiniert er von hier aus die über 30.000 amerikanischen Soldaten in Europa und bereitet gemeinsame Manöver mit den europäischen Partnerstaaten vor. Mit Markus Laubenthal ist erstmals ein deutscher General Stabschef des US-Heeres geworden. Sicher ein Signal des Respektes an Deutschland, vor allem aber ein Zeichen dafür, wie westliche Militärs mittlerweile gemeinsam agieren. Ich mache ungefähr das, was ein Staatsminister, ein Leiter einer Staatskanzlei macht. Ich führe verschiedene Fäden aus verschiedenen Ressorts zusammen auf dieser Ebene, um Entscheidungen für den kommandierenden General aufzubereiten und dann eine getroffene Entscheidung auch wieder umzusetzen. Von diesem Stab aus, zentral in Wiesbaden, an unsere Einheiten, die in ganz Europa stationiert sind. Der berufliche Werdegang von Markus Laubenthal ist stringent. Bundeswehreinstieg direkt nach der Schule, mit 23, 1986, Offiziersschule des Heeres. 3 Jahre später führt er bereits Panzerzüge bei Heeresübungen. Auch international ist er im Einsatz, baut 2013 ein Ausbildungszentrum in Afghanistan auf. Vor 4 Jahren Ernennung zum Brigadegeneral der Bundeswehr. Aktuell hat er als Stabschef der US-Armee teilweise Einblicke ins Herz der amerikanischen Sicherheitspolitik, dem Pentagon. Ich weiß, was wir hier planen im Zusammenhang mit unserer Aufgabe als US Army Europe für Europa. Was im Pazifik passiert, natürlich nicht. Das brauche ich aber auch nicht für meine Arbeit. Das hat allerdings meine Mitarbeiter im Stab auch nicht. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Art und Weise, miteinander umzugehen. Ist eine gute Art und Weise, mich in die Lage zu versetzen, hier auch Entscheidungen vorbereiten zu können. Auch regionale Aufgaben gehören dazu. Im nächsten Meeting geht es um den Hessentag. Es gibt ein Problem, denn der US-Panzer M1, der die Besucher in Herborn begeistern soll, ist noch in Bulgarien. Ein Panzer für Übungsmanöver und US-Army-Werbung? Schwierig. Die tun alles Menschenmögliche, den Panzer zu bekommen. Aber die Tatsache ist, dass der Panzer noch nicht hier ist. Und okay. Es gab dann 2 Möglichkeiten in den letzten Tagen, den Panzer hierher zu bringen. Eine war mit dem Zug. Das ist nicht gelungen. Und jetzt versuchen sie dann mit US-Luftwaffe, dass dort landen kann und den Panzer abholen kann. Treffen mit dem Befehlshaber der 30.000 amerikanischen Soldaten in Europa, General Ben Hodges. Angesichts neuer Konflikte in Osteuropa ist er froh, mit Markus Laubenthal einen Deutschen als Stabschef zu haben. Er hat mich damit beeindruckt, wie schnell er das amerikanische System verstanden hat in Bezug auf Personalwesen, Etat und Planung. Er hat unseren amerikanischen Soldaten die Augen geöffnet, unter anderer Führung zu arbeiten. Das ist wichtig, weil die USA heute nichts mehr alleine unternehmen kann. Wir sind immer Teil einer internationalen Allianz. Seine Arbeit ist zeitintensiv. Die Familie sieht Markus Laubenthal nur am Wochenende. Sie wohnt in Kerpen. Er unter der Woche im Hauptquartier in Wiesbaden. Hat er Zeit, kommen die Erinnerungen hoch, auch an die Angst. Gefährdungslage zu dem Zeitpunkt in Kabul, als ich in Afghanistan war, 2013, 2014, wie auch in Kunduz, war zum Teil sehr hoch. Wenn wir dort die Fahrten durchgeführt haben, auch mit entsprechender Absicherung, dann denkt man sicherlich darüber nach. Man kriegt ein mulmiges Gefühl, das ist aber auch ein Stück von Angst. Das, glaube ich, ist auch sehr hilfreich, weil es hilft, eben Situationen einzuschätzen. Den Tag ausklingen lassen geht noch nicht. Markus Laubenthal hat noch einen Abendtermin. Zurück sein wird er gegen 23 Uhr. Der nächste Tag beginnt um 6. Und um den Panzer für den Hessentag muss er sich ja dann auch wieder kümmern.